you are listening to the podcast of the matyash korvinas collegium the largest talent management institute in hungary if you want to know more about our mission please look up our english website at mcc.hu en or check out our facebook instagram and twitter channels for interesting articles and analysis of our professors external contributors and students look up our knowledge base at korvinak.hu en Ja, Herr Professor Oppeland, ähm, Sie sind gestern in Ungarn angekommen. Zum ersten Mal haben Sie gesagt gestern? Vorgestern. Vor, äh, vorgestern schon. Ich, vielen Dank, dass Sie diesen Podcast mit, mit mir bestreiten. Ich würde vielleicht einmal anfangen mit Ihrem Studium. Das habe ich vorhin im, im Gespräch gehört, dass Sie bei Hans-Peter Schwarz unter anderem im Seminar waren. Ja, das ist richtig. Äh, auch eine bedeutende Figur in der deutschen Politikwissenschaft. Erzählen Sie doch vielleicht einmal unseren Zuhörern, wer für Sie einflussreich war als im, im Studium für die für ihre intellektuelle Entwicklung. Ähm, ich bin ja ein bisschen hin und her geschwankt zwischen ähm, Politikwissenschaft und Geschichte. Ich habe eigentlich im Hauptfach Geschichte angefangen und ähm, da haben mich eigentlich besonders beeinflusst Andreas Hilguber von dem ich wegen de, dem ich von Kiel nach Köln gewechselt bin in Kiel habe ich übrigens auch schon bei Michael Salewski gehört, der mehr so ein Marinehistoriker war, aber mit einer sehr breiten mit einer sehr breiten Aufstellung auch geisteswissenschaftlich beziehungsweise geistesgeschichtlich und da habe ich also einige sehr wichtige und interessante Anregungen erhalten und dann natürlich in Köln auch Erich Angermann, der damals so der Jahr für, für amerikanische Geschichte in Deutschland war. Da in dem Bereich habe ich eigentlich angefangen und in der Politikwissenschaft in der Tat Hans-Peter Schwarz, aber dann natürlich auch mein späterer Chef äh, Karl Schmidt, nicht der, der Karl Schmidt mit C, sondern mit K, ähm, der äh, eben sehr stark in der, in der Parteienforschung engagiert war, auch in der regionalen Parteienforschung und über den ich im Grunde zu den Themen gekommen bin, mit denen ich mich in den letzten Jahren äh, stärker beschäftigt habe. Ja, wenn Sie schon sagen, äh, nicht. Der Karl Schmidt, man könnte bei ihren Arbeiten auch sagen, nicht der Gerhard Schröder, weil sie haben eine Habilitationsschrift äh, verfasst über, über Gerhard Schröder, allerdings nicht den SPD-Politiker und Bundeskanzler, sondern den, ja, man könnte auch sagen, beinahe Bundeskanzler vielleicht mal, aber vor allem Außenpolitiker, ähm, der die, die neue Ostpolitik, kann man vielleicht sagen, betrieben hat vor der neuen Ostpolitik, nämlich vor Willy Brandt. Ja, das ist ein Kapitel in dem Buch, wo ich das ein bisschen bestreite. Er hat, er hat in der Tat eine, eine andere Politik gegenüber dem Osten gemacht als Adenauer, aber, aber auch eine ganz andere, als die dann Brandt und baro später gemacht haben, deren Politik er im Bundestag sehr scharf kritisiert hat. Also insofern, da gibt es schon doch noch deutliche Unterschiede. Ja, ich fand das interessant, nämlich als ich das gelesen habe in ihrer Publikationsliste. Mit dem Gerhard Schröder. Jetzt ist die neue Ostpolitik von Brandt ja wieder wegen gegenwärtiger Entwicklungen in die Kritik geraten bei einigen. Ähm, und das war quasi Kritik, bevor es sie gab. Was würden Sie sagen, war die, die wichtigste Kritik von Schröder damals gegenüber dieser neuen Annäherung? Ähm, dass sie. Ähm zugeständnisse macht ohne äh, hinreichende ähm, gegenleistung ähm, das ist vielleicht ganz kurz zusammengefasst äh, der, der zentrale punkt aber auf die äh, aktuelle kritik an der Branchen außenpolitik das ist natürlich alles sehr anachronistisch ja man der der das die kritik geht weniger gegen brand ähm, Im Grunde ist äh, in, der, in der westdeutschen oder in der deutschen Historiografie Brands ja mittlerweile schon äh, eingeordnet worden, auch als ein durchaus ähm, äh, eine Linie, die auch mit zur Wiedervereinigung geführt hat. Natürlich die die koische Deutschlandpolitik hat da auch sehr viel beigetragen, aber eben auch Brands die im Grunde die Vertrauensbasis damals für für geschaffen hat, ähm, aber ähm, was, was heute kritisiert wird, ist vielmehr, dass diese Politik in der SPD so ähm, ja, quasi zu einer religiösen Leitlinie geworden ist, ähm, die, die Brandsche Friedenspolitik, das Entgegenkommen gegenüber Russland was heute natürlich völlig andere Rahmenbedingungen hat als Anfang der 70er Jahre. Deutschland ist nicht mehr geteilt, Russland ist nicht mehr sozialistisch und auch nicht mehr die Vormacht eines Ostblocks. Also insofern völlig andere Tendenzen. Und Russland verhält sich nicht so rational und berechenbar wie zu Brezhnev's Zeiten, sondern sehr viel aggressiver und gewalttätiger unter Putin, als das damals üblich war. Auch da haben Sie, ich glaube, im letzten Jahr ein Buchkapitel beigesteuert über historische Narrative bei äh, Parteien. Das ja, das dann, aber das, das geht mehr um Geschichtspolitik, ähm, um die Frage, wie ähm, Parteien ihr eigenes Geschichtsbild, auch das Bild ihrer jeweils eigenen Geschichte äh, nutzen, um ähm, parteipolitische Identität zu schaffen, um Mitglieder zu integrieren, um Politik ähm, zu legitimieren und äh, ähm, insofern auch tatsächlich versuchen, ähm, das Bild ihrer eigen, jeweils eigenen Geschichte auch... auch unter Kontrolle zu behalten. Ja, kommen wir vielleicht mal dann zu, weil wir nicht so viel Zeit haben, zu einer Partei mit einer noch sehr kurzen Geschichte, die auch darum bemüht ist, dieses Bild jetzt zu prägen, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Eine relativ neue Erscheinung oder eine Ab Abspaltung, kann man vielleicht sagen, von der Linkspartei. Wie würden Sie, wie würden Sie diese Partei bewerten? Welche welche parteipolitischen Strömungen gehen darin auf? Welche Wähler spricht diese neue Partei an in Deutschland? Also wenn wir die Wählerlandschaft ähm, in Deutschland systematisieren, dann macht, spricht man in der, in der in Politikwissenschaft ja immer von den zwei zentralen Konfliktlinien. Das ist der eine sozioökonomische Rechts-Links-Konflikt und dann der soziokulturelle Konflikt, der so zwischen äh, eher ähm, äh, Internationalen, migrationsfreundlichen, ähm, ja, heute Woke und so weiter äh, Dingen geht und eher traditionellen nationalen äh, Einstellungen, äh, auch autoritären Einstellungen äh, auf der anderen Seite. Also ein soziokultureller und so sozioökonomischer Konflikt. Und was bei Sarah Wagenknecht äh, insofern neu ist, ist, dass sie auf der soziokulturellen konfliktlinie eigentlich eher konservativ national autoritär migrationskritisch globalisierungskritisch teilweise auch eu-kritisch äh, sich positioniert und ähm die Bedeutung von nationalen Grenzen für Demokratie betont und solche Dinge, auf der sozioökonomischen äh, Sichtweise, aber sehr stark sozialstaatlich argumentiert. Also eine, ähm, ein, ein ganzes Politikfeld abdeckt, das bislang im Grunde wenig... Ähm, Abgedeckt ist, weil die äh, traditionell linksen, linken oder linksliberalen Parteien in soziokultureller Sicht, also äh, was diese, diese ähm, Wertedimension angeht, eben alle in dem progressiven Lager sind und ähm, diese ähm, Internationalisierungs-, Globalisierungs-, EU-kritische Sicht im Grunde bloßlegt, ja. Die, die Partei, das hängt auch vielleicht mit den äh, anstehenden Landtagswahlen dort zu tun, aber wird das ist mein Eindruck vor allem als ostdeutsche Partei ähm, wahrgenommen mit einem sehr westdeutschen Spitzpersonal, kann man vielleicht sagen. Hängt das mit einer politischen Kultur in Ostdeutschland zusammen? Ja, das hängt hängt tatsächlich damit zusammen, weil es dieses, diese, dieses Einstellungsmuster Sozial, auf der Sozialstaatsdimension relativ weit links, also Gerechtigkeitswerte, Verteilungswehr, ungerechte Verteilung äh, von, von Wohlstand und, und Einkommen zu kritisieren, bei gleichzeitiger relativ kritischer Sicht gegenüber Globalisierung, Internationalisierung und so weiter und vor allem eben auch Migration. Das ist ja äh, eine, eines der zentralen Themen in diesem Bereich. Das ist in Ostdeutschland verbreitet, aber ich glaube nicht, dass es nur in Ostdeutschland äh, so ist. Ähm, sozusagen das Gegenstück dazu ist natürlich die AfD, die sich in Ostdeutschland, was die ähm, sozioökonomische, also die, rechtslin die, die wirtschaftliche Rechts-Links-Achse auch ein Stück weit nach links entwickelt hat, ähm, die also da nicht so weit von, von Sarah Wagenknecht weg ist. Ja wenn wir sagen also die, dieses äh, Koordinatensystem, das sie ja gerade aufgezeichnet haben mit rechts und links und den Achsen, wenn wir da das, wenn sie da gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht verortet haben, dann würde ich sagen fast ähm, ja nicht ganz entgegengesetzt davon, aber doch relativ weit entfernt ist die CDU und trotzdem könnte bei den Landtagswahlen sich eine Situation auftun die, die vielleicht eine mögliche Kooperation oder Duldung oder Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien sehen könnte. Was ist da Ihre Prognose? Nein, ich glaube nicht, dass die... Also natürlich sind sie grundsätzlich äh, nicht auf derselben Linie, das ist schon völlig klar. Aber auf der soziokulturellen Achse, ähm, also was Migration insbesondere angeht, die die CDU ja auch eindämmen will, wenn auch nicht so radikal und mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die die AfD vorschlägt, die auch... Im Übrigen, Sarah Wagenknecht nicht mitträgt. Ähm, da gibt es natürlich durchaus Berührungspunkte. Ähm, auch die CDU hat einen sozialstaatlichen Flügel, hat einen, eine christliche Arbeitnehmerschaft. Ähm, da gibt es Dinge, wo man sich zumindest. Ähm, Begegnen kann, wo man ins Gespräch kommen kann und viele Themen, wo man mit nicht sich wahrscheinlich nicht wird einigen können, da ist die Frage, ob die auf Landesebene so eine große Bedeutung haben. Ja. Also insofern, ähm, es gibt einen Abgrenzungs- bzw. Unvereinbarkeitsbeschluss der, der CDU mit der Linken und auch mit der AfD. Mit dem Bündnis Wagen, Wagenknecht gibt es das bislang noch nicht. Also ähm, ist die Frage, ob es dazu kommen wird oder ob es da nicht doch äh, Muster der Kooperation ähm, geben wird. Ja, Sie haben gerade die Landespolitik schon erwähnt. Ich möchte doch noch kurz auf Ihren, Ihr Vortragsthema gestern Abend eingehen, in dem Sie vor allem über Thüringen gesprochen haben. Was macht Th und Minderheitsregierung in Thüringen? Was macht Thüringen da so besonders in dieser Hinsicht? Ähm, zwei Dinge. Ähm, die Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem den pa Parteien, äh, wo, wo im Lager Mitte-Links die Linke die stärkste Partei ist. Das gibt es sonst nirgends. Wenn wir ähm, rot-rote oder rot-rot-grüne Koalitionen haben, ist der, der, der größte rote Partner in der Regel die SPD. Nur in Thüringen, und das hat historische Gründe, die ähm, schon in die 90er Jahre zurückreichen, hat sich die Linke zur stärksten Partei links der Mitte entwickelt. Auch im Übrigen personelle äh, ähm, Konstellation mit Bodo Ramelow hat die Linke eben einen sehr attraktiven äh, Spitzenkandidaten, beziehungsweise amtierenden Ministerpräsidenten. Äh, das ist das eine. Und das andere ist die Stärke der, der AfD und die gleichzeitige Schwäche der CDU bei der letzten Landtagswahl, was eben dazu geführt hat, dass eine Mehrheitsbildung äh, nicht möglich war. Das eine, Regie eine Mehrheitsregierung, beispielsweise aus Die Linke und AfD, ist völlig unvorstellbar und natürlich nicht realisierbar. Aber eben auch nicht die äh, Regierungsmehrheit aus CDU, FDP und AfD. Und insofern ähm, war die CDU in der schwierigen Situation, zu sagen, irgendwie muss es ja weitergehen. Und so hat sie dann halt äh, sich auf den relativen Tolerierungskurs, was Rot-Rot-Grün angeht, äh, eingelassen. Wohl aber immer wieder mal deutlich machen, dass sie eigentlich Opposition ist. Ja. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch eine Frage stellen, die mich auch persönlich interessiert, weil ich das vorhin im Vorgespräch herausgehört habe. Da haben Sie über Gefahren gesprochen, die, von, die davon ausgehen, dass es eine große Mehrheitspartei gibt und dass verschiedene Sicherungsmechanismen äh, dadurch ausgehebelt werden können. Was mich interessieren würde, wenn wir uns Länder anschauen wie, wie Japan zum Beispiel, wo es eine dominante Partei gibt seit Jahrzehnten, fast ähm, gibt es bestimmte Indikatoren, die quasi innerparteilich dann eine stärkere Konkurrenz schaffen, also verschiedene Fraktionen innerhalb der Partei. Das kann so sein. Das in Japan ist das der Fall, dass die, dass die regierende LDP sehr stark in in einzelne Flügel ähm, nicht zerfällt. Die sind schon noch zusammengehalten, aber die eine Willensbildung äh, sehr stark auf dem Verhandlungs- und Kompromisswege erzielt. Ähm, ein anderer Fall ist natürlich Ungarn hier, äh, wo wir seit, seit 2010 zwei Drittelmehrheiten haben und äh, zwei Drittelmehrheiten sind natürlich sehr groß. Man muss sich vorstellen, wenn man in Deutschland äh, eine Partei oder ein Parteilager, auch nur eine Koalition, eine zwei Drittel Mehrheit hatte, könnte sie sämtliche Verfassungsrichter nach ihrer entsprechenden Couleur wählen. Und damit würde sie natürlich Politik sehr viel stärker äh, auch langfristig beeinflussen können, als das jetzt der Fall ist. Also insofern ähm, ist Ungarn schon ein bisschen das andere Extrem im Vergleich zu Thüringen. In Thüringen haben wir eine Minderheitsregierung, die in allem, was sie macht, letztendlich auf Unterstützung von anderen Parteien im Landtag angewiesen ist. Und in Ungarn kann eine Zweidrittelmehrheit, eine Regierung mit Zweidrittelmehrheit halt, halt sehr, sehr viel machen, ohne dass irgendwer sie da aufhalten oder stoppen könnte. Herr professor oppeland, uh, vielen dank für das gespräch und noch einen schönen aufenthalt in ungarn. dankeschön. thank you for listening to this mcc podcast episode. for further media content, please look up our english website at mcc.hu/en or look for us on facebook, instagram, and twitter. if you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvenek.hu/en.